So, wir sind jetzt hier zu so einem Sportgeschäft gefahren, weil die Kinder wollen so ein paar Bälle haben. Wir wollen jetzt einen Fußball kaufen, einen Basketball und irgendwie noch so einen Ball. Keine Ahnung, ich habe nicht richtig zugehört. Und weil wir haben so einen großen Garten hinter unserem Haus, da kann man wunderbar Ball spielen mit so einer riesen Auffahrt. Und wie man das aus Filmen kennt. Und jetzt immer so ein paar Bälle kaufen, weil wir haben zwar schon Football im Garten gefunden, Tennisbälle im Garten gefunden und da ist noch so ein anderer, kleiner, schwabbeliger Basketball, aber mein Mann meinte, ey, da müssen jetzt richtige Bälle her, die Kinder müssen was Richtiges zum Spielen haben und da hat er recht. Und jetzt sind wir hier in so einem Sportgeschäft, ich drehe gleich mal die Kamera, könnt ihr das mal sehen? Ich filme hier um die Ecke Dick's Sporting Goods, genau, das ist es hier und hier sind noch andere Geschäfte. Ja, wir haben Sonntag, das heißt, es ist ja ein ganz normaler Tag zum Einkaufen. Irgendwie komisch. Sonntags wird ja auch eingekauft, da muss ich mich auch dran gewöhnen. Sonntags ist ein absolut normaler Tag zum Einkaufen. Auch die Bioläden hier, wie Whole Foods und so, die haben alle jeden Tag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Das ist natürlich praktisch und macht so manches auch leichter. So, wir sind jetzt wieder zurück und ich mache gerade Essen. Es gibt nämlich heute irgendwelche bunten Kartoffeln. Und nach dem Essen fahren wir zu einem Stall, der hier in der Nähe ist, ungefähr 15 Minuten entfernt. Und ja, werden dann den Stall kennenlernen, wo Ellie erstmal stehen wird, wenn sie denn aus der Quarantäne hier ankommt. Und das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Weil das ist nämlich auch totaler Zufall, dass der Stall 15 Minuten von hier entfernt ist mit dem Auto. Und das ist doch super cool, weil das erleichtert natürlich im Alltag so einiges. Und den werden wir uns gleich angucken. Die Kamera werde ich dann nicht mitnehmen, weil wenn ich Menschen zum ersten Mal treffe, dann, ja, dann mache ich das nie mit Kamera. Das werdet ihr wahrscheinlich verstehen. Aber ich werde euch danach sofort berichten, wie es war und wie das da ist. Und dann werde ich auf jeden Fall, wenn ich da mit Ellie da stehe, auf jeden Fall ein paar Aufnahmen für euch machen. So, wir kommen jetzt gerade vom Stall. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, aber es war total schön, die alle mal kennenzulernen. Ich werde ja mit Ellie im Endeffekt in einem privaten Stall stehen, deswegen ist es kein öffentlicher Stall, sondern das ist über so ein paar Kontakte zustande gekommen. Und da waren wir heute und haben uns das angeguckt. Mein Mann hat mich begleitet und mein Sohn und das war richtig, richtig nett. Wir haben so ein paar Dinge durchgesprochen und ich wollte einfach gucken, ob das was für mich ist. Es ist in dieser Area hier gar nicht so leicht, Ställe zu finden. Es gibt sehr, sehr viele Ställe, aber es ist zum Teil auch sehr, sehr teuer hier. Und ich möchte ja auch einen Offenstall haben und das ist zum Beispiel hier nicht so alltäglich. Die Pferde stehen in Boxen normalerweise und natürlich gibt es auch Offenställe, genau wie in Deutschland, aber eben nicht so viele, die eben auch Platz haben. Aber es ist ja einfach gar nicht so leicht, Offenställe in der Nähe zu finden und ich kenne mich in dieser Gegend auch noch nicht so, so gut aus und deswegen haben wir jetzt ein paar Sachen durchgesprochen. Ja, also das war eigentlich so ganz erfolgreich und da bin ich auf jeden Fall beruhigt. Und dann habe ich halt was. Ich hatte halt so ein bisschen Angst, dass ich halt nichts bekomme, aber das hat sich halt hier jetzt super für mich ergeben. Und der Stall ist auch ganz entspannt, ganz nette Menschen, die einfach Lust haben, eine schöne Zeit mit Pferden zu verbringen. Und das kommt mir sehr gelegen. Ellie ist jetzt noch in der Quarantäne in Maryland, in der Nähe von New York. Und sie wird erst in 10 Tagen hier eintreffen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt und ich freue mich auch irre auf das Wiedersehen, weil durch die Quarantäne zieht sich das eben total lange hin, also für mich. Im Endeffekt dann habe ich sie 14 Tage nicht gesehen, das ist für mich eine Ewigkeit. Wenn ihr ein eigenes Pferd habt oder wenn ihr Tiere habt, wisst ihr, wie doof das ist, weil man möchte ja mit den Tieren zusammen sein. Und ich habe zurzeit keinerlei Zugriff auf mein Pferd. Ich muss halt mit dem vorlieb nehmen, was mir erzählt wird. Das ist auch alles wunderbar, aber ich kann es kaum erwarten, wenn Ellie
hier ist. Und ich glaube, sie ist auch sehr angestrengt von der Reise. Und ich glaube, sie kann einen schönen Stall gut gebrauchen, wo man sich gut um sie kümmert oder wo ich mich eben gut um sie kümmern kann. Ja, das haben wir heute gemacht. Ich merke einfach noch immer diese Zeitverschiebung. Ich wache noch immer mitten in der Nacht auf und kann irgendwie nicht schlafen. Und ich fühle mich noch immer so ein bisschen gejetlaggt. Ich habe jetzt keine Kopfschmerzen mehr. Das hatte ich ja tagelang. Jetzt geht es mit den Kopfschmerzen, aber ich kriege immer so Müdigkeitsattacken, wo ich wirklich so müde bin, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich die Treppe runterkomme. Und ja, mal sehen, was sonst noch so passiert. Wand und da oben. Ja. Wow. Proceed to Valerie Lane, then turn right. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause vom Einkaufen und es zieht ein Unwetter auf. Es hat eben auch geblitzt und das ist für uns total was Besonderes. Weil die Wolken sind hier noch dunkler. Kann man nicht so erkennen, aber ist nicht die voluminöser irgendwie voll. Wow, ja, die Wolken sind so, jetzt hinter uns ist mehr als vor uns, aber die Wolken sind richtig mächtig. Dunkel und mächtig. Deswegen fahren wir schnell nach Hause. Jetzt haben wir gerade eingekauft, fahren schnell nach Hause und machen uns das gemütlich. Das Wetter erinnert so ein bisschen an Deutschland, aber es ist warm. Ne? Ja. Es ist schön warm. Ja, dann machen wir uns jetzt noch einen gemütlichen Abend. Guten Morgen. Die Welt geht unter. Es blitzt und donnert aus voller Kraft. Eigentlich wollte ich jetzt mit Ulla richtig lange gehen, aber das spare ich mir. Blitze sind so doll. Unser Nachbar fährt wahrscheinlich zur Arbeit, der muss. Ich muss nicht. Ich wollte eigentlich mit Ulla ins Coffeehaus gerade gehen in der Nähe. Das Gewitter ist mir aber wirklich zu doll. Es hat so eine ganz andere Qualität. Hier gehen im Sekundentakt Blitze nieder und es rumpelt richtig doll. Ja, richtig ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Ein bisschen doller als die Unwetter oder als die Gewitter in Deutschland. Aber ich warte doch noch mit dem Losgehen. Ich war doch kurz mit Ulla jetzt im hinteren Garten, damit sie sich entlasten kann. Aber jetzt möchte ich jetzt auch nicht losgehen. Wie gesagt, bin ich auch in 3 Sekunden durch, auch mit meiner guten Regengarderobe. Aber ich warte jetzt 20 Minuten und dann geht's los. Das ganze Haus vibriert und dann beginnen wir den Morgen mit richtig viel Regen. Oh, das knallt hier total richtig doll. Ich gehe mal weg von der Tür. Ich fühle mich jetzt hier nicht so gut. Aber hey, das ist mal echt ein Riesengewitter. Und wir fahren jetzt zu der ersten Schulbesichtigung. Und wir schauen uns jetzt die erste Highschool an. Mal gucken, wie das ist. Da haben wir jetzt eine Tour um 10 und ja, neue Eindrücke sammeln ist ja immer gut. Aber ich bin gespannt, wie die Schulen hier so sind und ob wir hier gute Schulen für unsere Kinder finden, was ich denke. Aber ist ja immer spannend, in einem neuen Land ja, Schulen kennenzulernen. Das machen wir jetzt und heute gucken wir uns eine Schule an. Ob sie so sind wie in den Hollywood-Filmen. Genau, wir wollen natürlich eine Schule, die genauso ist wie in den Hollywood-Filmen, ist ja klar. Und da schauen wir uns mal heute die erste an. In den nächsten Tagen haben wir noch weitere Schulbesichtigungen, aber super spannend. Das Wetter zeige ich euch mal. Es ist so ein leichtes Heimatgefühl heute. Es ist bewölkt, es nieselt so ein bisschen, so wie es halt nach so einem Gewitter aussieht. Wir haben für heute eine Unwetterwarnung. Was das bedeutet, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Aber Aber was man sagen kann, ja, ist, dass die Unwetter hier so ein bisschen sinnflutartig sind. Die sind so viel gewaltiger, der Blitz und die Wolken und so. Das ist Mäuschencharakter in Deutschland. Hier ist das eher so. Ja, das stimmt. Also heute Morgen habe ich auch kurz gedacht, es hat hier nicht nur gewittert, sondern das wäre in Deutschland so richtig mega Gewitter gewesen. Blitze von allen Seiten. Wie gesagt, ich wollte ja mit Ulla ins Coffeehaus gehen, aber ich bin losgegangen, dachte, da sind ein paar Blitze, ne? Das geht schon.
bin ja gleich da. Und dann bin ich schnell wieder zurückgegangen, weil ich dachte, nee, im Gewitter Hagel möchte ich jetzt nicht gehen. Ja, das ist wirklich hier ein bisschen gewaltiger, als wir das so aus Norddeutschland kennen. Ja, aber so ist es halt hier. Ne? Muss man sich halt schnell reinretten. Gut, jetzt sind wir auf dem Weg und ich erzähle euch später, wie es war. So, wir sind jetzt gerade wieder nach Hause gekommen, weil wir haben uns ja diese Schule angeguckt für meine Tochter. Und das war richtig vielversprechend und die waren super, super freundlich und haben uns die ganze Schule gezeigt. Und diese Schule hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, weil hier ist es auch so, die Kinder müssen da zur Schule gehen, wo man auch wohnt. Das ergibt dann so eine Zone und da muss man sich dann auch dran halten. Und man kann die Kinder jetzt irgendwie nicht woanders zur Schule schicken, wenn man dort und dort wohnt. Also jede Zone hat die zugeteilte Schule und wir haben natürlich auch ein Interesse daran, dass unsere Kinder auf gute Schulen kommen, auf gute öffentliche Schulen. Das ist natürlich das Wichtigste so für uns. Und deswegen war der Termin heute sehr wichtig, damit wir so einen ersten Eindruck gewinnen. Meine Tochter fand die Schule auch gut und es ist genau so gewesen wie in irgendwelchen amerikanischen Highschool-Filmen. Also genau so, wie man sich das vorstellt. Und wir werden auch noch uns zwei andere Schulen angucken und dann wollen wir mal schauen, wie wir uns auch entscheiden und wo wir auch im Endeffekt abbleiben werden. Und ja, war heute also ein sehr interessanter Tag sozusagen. Und dann waren wir heute noch viel unterwegs, um eine Sozialversicherungsnummer zu beantragen. Das hat auch sehr gut geklappt, aber nur für meinen Mann. Für mich hatten wir das falsche Dokument irgendwie dabei oder nicht das andere Dokument dabei. Da müssen wir morgen nochmal hin. Somit war das so ein bisschen semi-erfolgreich. Aber mein Mann hat schon mal eine, ich bekomme morgen eine. Und das sind also Sachen, die auch erledigt werden müssen. Jetzt sind wir gerade wieder zu Hause angekommen und wir machen gerade Essen. Auf die schnelle Pasta, richtig lecker, mit einer cremigen Tomatensauce. Und hier ist eine leckere Guacamole, Käse, wer möchte. Und hier sind die leckeren Tortilla-Chips, die ich gekauft habe. Und ich muss sagen, schmeckt echt lecker. Und somit haben wir uns eben ein kleines Essen gezaubert. Ist so krass, wir sind heute Morgen losgefahren und waren ganz viel im Auto und es ist jetzt schon 20 vor 3. Kein Wunder, dass ich so einen Hunger habe. Hätte ich das gewusst, hätte ich heute Morgen mehr gegessen. Und das Wetter sieht jetzt wieder richtig schön aus, ist richtig warm geworden und gleich will ich nochmal eine längere Runde mit Ulla gehen nach dem Essen, weil ich möchte so ein bisschen mehr die Gegend hier erkunden und mit Ulla so länger gehen. Das fehlt mir ehrlich gesagt. Mir fehlt mein Wald nebenan, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man kann ja hier neue Wege gehen und wir werden ja hier auch nicht bleiben in diesem Airbnb. Wir müssen in ein paar Tagen hier raus und ich hoffe, wir finden in den nächsten Tagen was zum Mieten. Wir haben morgen eine neue Besichtigung und ich bin mal gespannt, wie das wird und ob wir da weiterkommen. Weil der Wohnungsmarkt und der Häusermarkt ist hier so heftig, also richtig tough sozusagen. Man muss richtig schnell sein, weil es ziehen zurzeit sehr, sehr viele Menschen, jetzt von Kalifornien und von anderen Staaten, hierher nach Tennessee. Und das ist total krass, wie viel Zulauf Tennessee zurzeit hat. Und deswegen, es gibt nicht sehr viele Mietobjekte, die Preise steigen rasant jeden Tag. Und wir brauchen unbedingt eine Bleibe, wo wir alle abbleiben können. Wir werden das auf jeden Fall schaffen. Ich bin guter Dinge. Es kommen jeden Tag Häuser auf den Markt. Uns ist es jetzt wichtig, erstmal zu mieten, damit wir diese Gegend einfach näher kennenlernen, damit wir einfach unsere Fühler ein bisschen besser und länger ausstrecken können, als jetzt irgendwo irgendwie was zu kaufen. Der Häusermarkt zum Kaufen sieht ein bisschen besser aus, ist aber auch dort steigen die Preise rasant an, aufgrund der vielen Menschen, die hier leben wollen. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, wir müssen schnell sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich liebe es ja einfach, Häuser anzuschauen, obwohl es diesmal sehr dringend ist, weil wir brauchen unbedingt eine Bleibe, aber wir schaffen das. So, ich habe gehört, Essen ist fertig, jetzt gehe ich auf jeden Fall essen und dann sehen wir uns später. Wir waren jetzt gerade im Coffeehaus. Das war richtig, richtig lecker. Und dann habe ich meinen ersten Kaffee getrunken außerhalb von Starbucks. Das ist ja auch mal was, ne? Weil ich liebe ja so kleine Kaffeeröstereien. Genau, und jetzt gehen wir zum Friseur. Das heißt, mein Mann geht zum Friseur, mein Sohn und meine Tochter. Ich war ja erst so vor ein paar Wochen. Und ja, ist echt so super schön hier. Sehr windig. Aber super warm und heute Morgen war ja das Riesengewitter. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier so ein bisschen durch die Gegend. Wir sind das erste Mal so richtig zu Fuß unterwegs und
ja, ich genieße das hier. Es ist für mich wie Sommer. Oh, ja. Ja, und jetzt waren wir jetzt schön Kaffee trinken und jetzt gehen wir noch mit Ulla eine Runde zum Friseur und dann gehen wir wieder nach Hause. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren jetzt auch beim Friseur. Das waren im Coffee House in Franklin. Und jetzt sitze ich hier wieder im Schaukelstuhl auf der Veranda. Und morgen gucken wir uns zwei Häuser an, zur Miete und zum Übergang. Und da freue ich mich schon drauf. Die beiden Häuser sind in zwei ganz unterschiedlichen Gegenden. Und somit sehen wir jetzt noch mehr hier von der Gegend. Und als wir heute zur Highschool gefahren sind, die liegt auf dem Lande. Und sehr, sehr schön. Da ist wieder eine völlig andere Umgebung. Ein bisschen ländlicher noch als hier. Wir leben hier zurzeit so in einem Vorort von Nashville. Richtig schön. Es ist eine perfekte Gegend auch für Familien und wir waren eben auch in Franklin drin. Das ist ein wirklich ganz, ganz schöner, toller Ort mit irgendwie irre Urlaubsflair. Das hat mich irgendwie an einen Urlaubsort erinnert, wahrscheinlich aber auch, weil es gerade so warm ist. Und ich bin gespannt, wo wir im Endeffekt landen werden. Ich habe ja schon gesagt, es ist relativ schwierig, hier Häuser zur Miete zu finden zurzeit. Ansonsten gewöhnen wir uns weiterhin ein. Wir müssen zurzeit sehr, sehr viel erledigen, weil wir eben ganz viel Behördenkram noch erledigen müssen. Das ist tierisch langweilig, glaube ich, für euch. Deswegen erzähle ich das einfach nur am Rande. Aber wie gesagt, wir müssen relativ viel erledigen. Wir haben ja drei Kinder, die mit Schulen versorgt werden sollen und wollen und müssen und wir denken auch, das ist das Beste, wenn die Kinder auch in die Schule gehen, damit sie die Sprache halt schnell adaptieren. Dann hat man uns gesagt, dass wir auch die Summercamps bald buchen sollen, weil die Kinder gehen hier in den Sommerferien oft in so eine Summercamps. Die sind jetzt nicht wochenlang am Stück, sondern sind so tageweise mit verschiedenen Themen. Da können die Kinder Sport machen oder irgendwie Coden lernen oder irgendwie Reitcamps gibt es, Tenniscamps gibt es, damit irgendwie die Kinder in den Ferien auch irgendwas Sinnvolles machen. Und wir glauben, das ist auch eine ganz gute Idee. Es gibt ganz tolle Sachen auch auf dem Lande. Es gibt so Kletterpark-Trips und alles Mögliche. Da wollen wir auch gucken, ob die Kinder daran Freude haben, weil es ist natürlich toll auch, um die Sprache schnell zu lernen. Mein Kleinster, der ist schon fix dabei. Der ist noch keine 4 Tage hier und der traut sich richtig zu sprechen und das ist richtig schön, das zu sehen. Ich glaube, er wird es am schnellsten adaptieren. Aber ansonsten sind alle super freundlich und der Start gelingt hier richtig, richtig gut. Jedenfalls jetzt müssen wir uns auch noch um die Summercamps bemühen, weil wir wollen den Kindern auch ermöglichen, halt so richtig hier auch in die Kultur einzutauchen. Und da gibt es auch richtig tolle Sachen, auch Outdoor, und hier ist das Wetter ja auch so klasse. Und ja, da melden wir die Kinder dann auch an, wenn wir was finden, was ihnen Spaß macht. Ja, ich glaube, das wird gut und wir werden uns hier wohlfühlen. Auf jeden Fall sind wir hier mit offenen Armen empfangen worden und das ist super schön. Die Menschen sind hier so freundlich, dass ich manchmal denke, okay, also es kann nicht wahr sein. Also sehr herzlich, sehr freundlich und ich liebe das. Ja, und ich freue mich schon auch, wenn wir in unserem Haus angelangt sind. Ich freue mich schon irre auf meine Küche, weil ich liebe ja das Kochen und ich kann es kaum erwarten, so ein bisschen, ja, mein Equipment wieder zu haben und neu hier zu beginnen. Ich brauche so viele Sachen auch für die Küchenausstattung. Ich freue mich irre, das alles zu kaufen und das alles so einzurichten, in Anführungsstrichen. Und die Küche ist für mich ein sehr wichtiger Teil des Hauses und die amerikanischen Küchen sind sehr oft sehr anders und ich hoffe, dass die Küche da einigermaßen so ist, dass ich mich wohlfühlen kann, dass wir auch wieder richtig cool kochen können. Also ich tolle Rezepte wieder kreieren kann, auch für euch. Natürlich werde ich in der Küche auch viel, viel filmen, deswegen ist mir das wichtig. Drückt mir also die Daumen, weil es gibt in Amerika auch richtig hässliche Küchen. Meine ich jetzt nicht böse, ist aber so. Und da ich da viel Zeit verbringe, wäre das doch schön, wenn die Küche so einigermaßen stimmen würde. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Leute, auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Aber nicht vergessen, die Küche darf nicht kalt bleiben. Es gibt wunderbare Frühlingsrezepte, die du jetzt entdecken kannst in meinen 6 veganen E-Books. Die packe ich dir mal in die Videobeschreibung. Und ich bin auch gespannt, wie meine neue Küche dann sein wird in dem neuen Haus, wo wir dann wohnen werden. Es bleibt also spannend. Abonnier nicht vergessen, betätigt die Glocke und dann sehen wir uns bald wieder. Ganz liebe Grüße in die Heimat.